So, meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zurück hier bei Witcher 3, The Blood and Wine. Ja, und wir sind in Buccleur angekommen in den letzten Folgen. Und haben in der letzten Folge das Biest von Buccleur, ach, was weiß ich, wie die Stadt heißt, haben wir es verfolgt. Und dabei einen alten Bekannten getroffen von Geralt, und zwar den Revis. Das ist ein Vampir, ein guter Vampir, der ja, mit Geralt anscheinend schon mal zu tun hatte und sind auch gute Freunde. Ja, leider weiß ich nicht mehr darüber, da ich das Buch nicht gelesen habe, wo es darum geht. Ja, wir haben in der letzten Folge auch einen kleinen Auftrag gekriegt. Ja, ganz viele Fragezeichen dadurch freigeschaltet. Das sind so kleine Nebenaufgaben. Wofür wir Belohnung erhalten können vom Kämmerer der Stadt, ja, das sind so für Reisende, ein paar Banditenlager ausräuchern oder so. Ja, aber wir wollten erstmal zum Anschlagebrett, bevor wir uns weiter mit der Hauptstory befassen. Und uns diese schöne Stadt hier anschauen. Hat so ein bisschen Assassin's Creed Flair, ne? Sehe ich das richtig? Sieht so ein bisschen aus wie in Assassin's Creed 2. Oder in Brotherhood, Rom. Ja, doch, kann man sich schon geben. Also da haben sich die Entwickler echt nochmal Mühe gegeben, Geralts Geschichte passend zu beenden. Und das scheint ja auch nach der Hauptstory zu spielen. Weil wir einen Brief von Triss bekommen haben, die in Kovi oder so ist. Ja, sie hat uns etwas über ein paar Hexerrunen geschrieben. Oder Hexermutagene, eher gesagt. Auftrag der Großmeisterrüstungsschmied. Meisterschmied im Buccleur sucht tapferen Mann, um verschollene Schemas zu finden. Der Auftrag ist sehr gefährlich und wird entsprechend bezahlt. Ankündigung eines Faustkampfturniers. Starker Mann. Denkst du, dass du unbesiegbar bist, weil du deinen Schwager vermöbelt hast? Gern dir den Nachbarn aus dem Weg. Dann ist es vielleicht Zeit, dass du um den Titel des Faustkampfmeisters von Buccleur mitkämpfst. Besiege drei Champions, bevor du die Ehre hast, gegen den Maestro selbst anzutreten. Weitere Informationen erhältst du beim Buchmacher in San Sebastian und bei den Dogs. Okay. Bewaffnete Eskorte gesucht. Wir suchen tapfere Männer und kampferprobte Personen, die uns gegen vernünftige Gebühr zu Forschungszwecken in die Albertushöhle begleiten. Die Ritter behaupten, die Höhle sei sicher, daher handelt es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Auguste, Lucien und Hugo Monard. Beweise dich bei den Tugendproben, werter Leser. Die Jahre vergehen, doch alles Gute und Schöne braucht noch immer Verteidiger. Komm auf die Insel im Lag Kelavi und teste bei den Proben deine charakterliche Eignung. Bestehst du, sollst du belohnt werden. Radau auf dem Friedhof. Da sich von Einwohnerkomitee keiner zuständig fühlt, setze ich das Schreiben nun selbst auf. So kann es nicht weitergehen. Dieser höllische Krach auf dem Friedhof macht uns alle verrückt und keiner unternimmt was dagegen. Ich weiß, dass wir es alle hören. Selbst Madame Bouquet hat berichtet, dass der Lärm sie die ganze Nacht wach hält. Und sie wohnt weiter vom Friedhof entfernt als wir alle. Falls es einen Hexer gibt, der diesen Geschrei, Gejammer und Gezänk Ende bereiten kann, bezahle ich aus eigener Tasche. Einfach im Schlauberger nach Charles Lanciano fragen. Das bin ich. Gesucht, diskreter Spezialist. Gesucht, Fachmann, der das Mysterium um Reginald, der Aubres Denkmal untersucht. Anforderung, höchste Arbeitsethos, absolute Diskretion und Erfahrung mit übernatürlichen Umständen. Außerdem wünschenswert, tadelloses Auftreten, ästhetisches Empfinden, Kenntnisse in moderner Bildhauerei. Nähere Details bei Rolande, de Flag, Fausier, Kurator für Kunst- und Sammlerobjekte. Laxelavie. Schöne Melodie. Könnte sich lohnen, der Sache nachzugehen. Ja, wir kriegen hier so viele Aufträge. Gibt's hier denn auch was Schönes in der Nähe? Einen Rüstungsschmied. Da wollen wir doch auch gleich mal hin. Oh, mächtiger aus Granit. Gucken gleich, welche Quest wir als nächstes machen.
Vater weiß es eben nicht. Alles in Ordnung. Ja, also wir sehen schon, es wird ein paar Folgen dauern, bis wir wieder der Hauptquest folgen, glaube ich. Wilder Wolf. Oh, gibt's einen Werwolf? Tut mir bis leid. Dass der Tod euch scheidet. Da drüben haben wir eine Aufgabe. Ausrufezeichen. Wenn das Biest mich fress, letztes Mal war es eine Nachricht von Triss. Was ist es diesmal? Besitzer des Weinbergs. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Meister Hexer, welch Glück, dass ich dir begegne. Hast du Arbeit für mich? Einen Auftrag? Den Auftrag hast du schon zu meiner vollen Zufriedenheit erledigt, als du vor Jahren in Beauclair warst. Damals war ich knapp bei Kasse. Erinnerst du dich? Doch ich schwor, dich eines Tages voll zu bezahlen. Irgendwas klingelt da. Leider warst du weg, bevor ich die Rechnung begleichen konnte. Also habe ich deinen Lohn auf ein Konto eingezahlt, damit das Geld sicher ist. Hm, was für ein Konto? Ein Sparkonto bei der Chianfanelli Bank. Du kannst einfach hingehen und das Geld abheben. Es dürfte mittlerweile ein hübsches Sümmchen sein. Danke. Ich gehe hin, sobald ich dazu komme. Netter Mann. Ich sollte mal bei dieser Bank Papierkrieg. Ah, für ein bisschen Geld gucken wir da gerne vorbei. So, jetzt müssen wir wieder auf die andere Seite, oder was, um beim Schmied reinzukommen? Nee. Du bist also der Rüstungsschmied in dieser Gegend. Dich muss ich näher kennenlernen. Neue Hosen, vielleicht Handschuhe? Sag an, schmucker Ritter. Zeig mir deine Waren. Was hast du denn da? Alles nicht so, ne? Nilfgaardische Wächterhandschuhe. Angriffshandschuhe. Zornhandschuhe. Ausdauer 90. Ja gut, haben wir auch. Beauclair heißt das. Okay, Beauclair. Muss ich mir merken. Die Sattel sehen aber cooler aus als unser Sattel, ne? Von der 10 Kapazität in den Satteltaschen. Da war das, ne? Wie viel... ich kann nicht gucken, wie viel Kapazität wir in den Satteltaschen haben. Ich glaube, wir haben 120? Oder? Oder haben wir noch 100? Bis dann. Geralt, guck mal in dein Inventar. Schnell. Satteltaschen. Noch 100? Da gibt's 110. Ja, mei. Kaufen. Hm. Den Sattel brauche ich. Danke. So, was haben wir hier denn schönes? Große Artglyphe. Der muss ich jetzt nicht unbedingt kaufen. Und der hat auch ein bisschen Geld, sehe ich gerade. Ja, eine Rüstung brauchen wir gerade nicht bauen. Genauso wenig, wie wir irgendwie... Schwerter bauen müssen. Wieso nutzen wir denn das Schwert nicht, was wir hier das meisterliche Viperngift Silberschwert? Verwendete Ausrüstung. Ich will das Schwert reparieren. Überlegene Karabella, ja, die benutzen wir. Ich muss mal zurück zum Handwerk. Ach scheiße, das kann ich ja denn nur beim Waffenschmied machen, ne? Ja, dann handeln wir mal noch ein bisschen. Vipergift Silberschwert, Vipergift Stahlschwert. Ein besser als meins, aber das ist ganze 60. Wieso ist das hier nur eins besser? Ja, komm, das können wir, auch wenn da Verbesserungen drauf sind. Der Spaten des Pedels brauchen wir nicht mehr. Ein Knüppel,
Ja. Ich weiß, wir würden beim beim Waffenschmied mehr kriegen, aber ganz ehrlich, Leute. Ah, dafür kriegen wir ordentlich Geld für Rüstung. So, erstmal den Kladderadatsch weg, den wir nicht brauchen. So, jetzt haben wir noch 236. Naja, sowas wie Bärenhandschuhe verkaufe ich nicht. Gut, wir können davon nichts mehr verkaufen. Und der Frosch im Hals meldet sich natürlich wieder. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir sind mit dem Schmied hier fertig. Ist. Tauschen noch die Satteltaschen aus. Die können wir dann auch nochmal verkaufen. Brauchst du? Nö, ich bin mit meinem meiner Vipernhexer-Ausrüstung zufrieden, guter Mann. Aber ich gehe davon aus, dass wir hier eine neue Rüstung finden werden. Eine bessere Rüstung als die, die wir gerade anhaben. Ist da. Generell finden wir, je höher das Level ist, desto bessere Rüstung finden wir. Außer halt diese Hexer-Rüstungen. Aber sonst findet man halt, wenn man Level 45 ist, auch Schwerter, die nur über Level 45 gehen. Das ist mir im neuen Spiel Plus aufgefallen. Also da findet man am Anfang keine Billigschwerter, sondern wirklich Schwerter, die was drauf haben. So, triff dich auf dem mit Regis. Wollen wir jetzt nicht machen. Erfülle die Aufträge. Ja, schön und gut. Nach 35. Ja, können wir machen. Würde ich sagen. Es kann nur einen geben. Ich bin der Heilender. So, wir machen jetzt aber auf dem Stadtfriedhof ein bisschen Radau. Hier vorne haben wir auch schon wieder einen Auftrag. Hier oben. Ich fühle mich schwach. Komme ich hier irgendwo hoch? Meine Gesundheit. Mehr verlange ich gar nicht. Abgeschlossen. Ja, okay, wir kommen da jetzt nicht hoch, aber das ist ja markiert. Wir gucken mal lieber hier auf dem Friedhof nach, was hier so abgeht. Da ist doch was. Oh. Missverständnis, Unglück. Ich mach mal kurz mein Schwert. Achso, ich wollte ja auch die Schwerter tauschen. Was sind denn hier drauf? Perun, Runde, Zoria, Runstein und... Das war das Silberschwert, ne? Meisterlich gefertigtes Bärensilberschwert. Vipern-Gift-Silberschwert. A-Zeichen, kritischer Treffer. Vifa vergleichen. Hier, ne? Bonuserfahrung bei Monstern bleibt. Chance auf Verstümmeln. Na, wir haben die Chance auf Vergiften. Kritische Trefferchance steigt. Trefferbonus bleibt gleich. Und Adrenalingewinn. Na, dafür haben wir 8 Zeichenintensität. Gefällt mir eigentlich besser. So, und dann natürlich noch hier. Ein paar Runensteine rauf, die haben wir noch übrig. Chance auf Taumeln, Chance auf Einfrieren. Chance auf Verbrennen. Adrenalin. Gewinnen. Was haben wir hier? Angriffskraft. Chance auf Vergiften, die haben wir sowieso schon. Aber wenn wir die nochmal raufziehen, dann könnte das... Rüstungsdurchbohrung bei Monstern. Obwohl, die haben auch Rüstung. Also eine gewisse Anzahl an Rüstung. Na komm, hier betäuben. So. Da haben wir wieder so ein paar
Oh, ein paar Ertrunkene. Das sind stinknormale Ertrunkene. Und einen versteckten Schatz. Vielleicht und Alexandra mag sein. Kannten sich kaum, liebten sich umso tiefer. Okay, den versteckten Schatz, den holen wir uns mal schnell. Zack. Zack. Lasst mich erstmal den hier schnetzeln und dann seid ihr dran. Zack. Und tot. Ja, die Ertrunkenen sind weiterhin kein Problem für uns. Das ist schon lange vorbei, dass die für uns ein Problem darstellen. Zumindest auf diesem Spiel. Auf diesem Schwierigkeitslevel, sag ich mal so. Du hast doch bestimmt was. Durchweichter Brief und verzierter Schlüssel. Der Brief ist durchweicht und fällt auseinander. Er ist kaum leserlich. Bruce, mach keine Dummheiten. Ich weiß, dass du Selina zusammen mit dem Resten unserer Leute auf dem Friedhof von Beauclair begraben hast. Denk daran, dass ein Teil davon uns zusteht. Sei kein Idiot. Wir wissen alle, dass du ihr Liebhaber warst. Aber ich erinnere mich daran, dass sie außerdem unsere Anführerin war. Das ist es, was zählt. Wir haben unseren Anteil vom Überfall auf Martenbergs Laden bis heute nicht gesehen. Selina damit zu begraben, ist eine Sauerei. Die Schätze gehören uns allen. Treffen wir uns und teilen alles gerecht auf. Danach kannst du dich im See ertränken oder an einem Ast deiner Wahl aufhängen. Robin. Finde den Schatz. Der ist auch hier auf dem Friedhof. Habe ich das jetzt richtig? Ja. Nicht richtig. Doch, der ist auf dem Friedhof. Okay, aber ich wollte... Ich mache lieber den hier erstmal. Die letzten Untaten der Selina-Bande. Okay, das ist also... Welche Aufgabe waren das jetzt? Erfülle. Geh nach. Da. Transformation. Da soll noch ein Gegner sein. Okay, aber wir suchen weiter. Hier ist noch ein Grabstein, den wir untersuchen können. Ah, natürlich auf der falschen Seite. Oder auch nicht. Caroline Satire. Ja, verfickt, was verstehst du, beschissener Wichser, daran nicht? Schrie sie ihren Kater an, der das Stöckchen nicht holen wollte. Ihr Zorn war tödlich. Ja, die hat wohl den Kater mit dem Hund verwechselt. Gute, gute Frau. Marquise de Danitsch. Halt, Moment, ich kann alles erklären, sprach sie und hing. Was haben wir hier? Wolfsbann. Okay, und noch ein Grabstein. Nicole Sud, komm schon, noch einen auf dem Weg. Ah, eine kleine Säuferin liegt da begraben. Patrick Molins quatschte sich um Kopf und Kragen. Martin Kalikot starb an eigenen Ambitionen. Hilft uns aber auch noch nicht weiter. Was haben wir hier? Thomas Moreau, Professor, Elas Cavani Aladdin, bla bla. Eine Inschrift in älterer Rede. Erlösung liegt nicht in Dolnefte, sondern in unserem Herzen. Ehre gebührt Ehre. Das Tagebuch des Professors ist weg. Da hatte wohl schon jemand dieselbe Idee. Ich sehe mich mal um. Vielleicht finde ich noch was anderes. Ha! Folge der Spur. Schmal und flach.
Jemand Kleines, Leichtes. Vielleicht eine Frau? Mal sehen, wohin die wohl führen. Gucken wir mal. Verdammt, die Spur ist weg. Ob der Grabräuber mehr erfahren hat als ich? Ja, scheint so. Der Professor kann mir bei meiner Suche nicht wirklich helfen. Hier werde ich nichts Neues erfahren. Die Karte, die mir Triss geschickt hat, muss reichen. In der Inschrift wurden Eliren und Dolnefte, das Tal der Neuen, erwähnt. Sieh auf der Karte von Triss nach, okay. Beilkopf. Besitzurkunde. Ich lege dir eine Karte bei. Ja, und wo ist diese Karte? Alte Karte von Tussaud. Aha. Jemand sucht eine Eskorte. Der Karte markierte Ort ist jetzt das mache ich nicht oft, aber... Der Sangretour fließt hier durch. Dort muss einst das Tal der Neuen gelegen haben. Ich muss mich umsehen. Das ist relativ weit weg, ne? Oh. Okay. Da kommen wir auf jeden Fall noch hin. Einvernehmlich auf Wanderschaft durch das Hof vernachlässigt Gerhard aus seinem Beruf. Da wollte ich hin. Und das ist auch 1000 Schritte weit weg. Oh, das ist da oben. Okay. Wenn wir in der Gegend sind. Besuche das Zelt des Doktors. 600 Schritte in die Richtung. Zu Hause ist es am schönsten. Okay, das könnte man damit verbinden. Oh, mächtige Eier aus Granit. Sprich mit dem Kurator, das sieht doch schon besser aus. Unser Weingut werden wir natürlich auch begutachten, das wir in der letzten Folge bekommen haben. Oder in der vorletzten. Am Ende der vorletzten haben wir ja die Urkunde für ein Weingut bekommen, wo wir wohnen können tatsächlich. Also wir können uns ein kleines Häusli bauen oder ausbauen. Finde ich nice. Was? Schlange am See? Owe, owe? So. Ach, du bist also der Typ, mit dem ich reden muss. Bitte weitergehen. Die Ausstellung ist geschlossen. Was ist denn hier los? Oh Majoran, gib mir Kraft. Ich ertrage es nicht. Ich glaube, ich war deutlich. Heute keine Besichtigung. Warte, bist du nicht dieser berühmte Hexer? Gerald von Riva? Ich glaube, ich habe Arbeit für dich. Ich habe den Aushang gesehen. Es geht um ein Denkmal? Die Angelegenheit ist sensibel, aber ich zahle auch gut. Leider kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr sagen. Interessiert? Die Statue. Erzähl mir, wo das Problem ist. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Viel mehr. Komm mit. Ich zeige es dir. Man muss auch sagen, die Charaktere wirken noch lebhafter als im Hauptspiel. Ist jetzt meine Meinung, oder? Ich habe einfach schon zu lange nicht mehr das Hauptspiel gespielt. Hier ist es, unser ganzer Stolz. Reginald Aubry, ein Gigant unter den Liebhabern, ein hervorragender Schwertmeister und obendrein ein trefflicher Musiker, dessen Hände so manches zum Klingen bringen. Und was stimmt nicht damit? Wie soll ich sagen? Die Kronjuwelen sind weg. Jemand hat einer Statue die Hoden gestohlen?
Das ist ja nicht einfach nur eine Statue. Es ist das einzige Denkmal, das auf die Originalform von Reginalds eigenen Genitalien zurückgeht. Zertifiziert und geprüft. Wer macht denn sowas? Und schenken jedem, der sie berührt, unvergleichliche Virilität. Mit Eintrittskarte jedenfalls. Daher musst du die Kronjuwelen wiederfinden. Verdächtige? Angesichts der enormen Potenz von Reginalds Goldsack ist jeder verdächtig. Wer würde ihn nicht für sich wollen? Und wann sind der Diebstahl denn die Hoden verschwunden? Das kann erst ein paar Stunden her sein. Ich habe die letzte Gruppe gerade erst geführt, da waren die Kronjuwelen noch da, wo sie hingehören. Habe mich aber schnell auf den Aushang gemeldet. Ich muss mich umsehen. Vielleicht finde ich ja einen Hinweis. Tu, was du tun musst, um Reginalds Kronjuwelen in die Hand zu kriegen. Ohne sie sieht Beauclairs Touristikbranche harten Zeiten entgegen. Harten Zeiten. Harten Zeiten. Es muss einfach. Ja, sehr harten Zeiten. Die Sägespuren sind gerade und glatt. Präzise Kastration, würde ich sagen. Ganz ehrlich, wer klaut denn Hoden von der Statue? Keine Sorge, bald bist du wieder ganz. Guck mal, da haben wir was. Stoff an einem Nagel. Schweres Parfüm. Der Geruch dürfte mir den Weg weisen. Diamantsägeblatt. Das Tatwerkzeug. Es wird alles wieder gut. Es muss einfach. Keine okay, Sorge, und wo ist jetzt der Geruch? Da, ganz schwach. Das hat man aber schon mal stärker gehabt. Unsere liebe Entwickler. Wir sollten sich mal lieber um die Wandergilden kümmern, anstatt auf Turnieren herumzustolzieren. Ich ahne Übles, was wir vorfinden werden. Harte Zeiten. Ein starkes Parfüm deutet auf eine Frau hin, die einen Hoden geklaut hat. Ich will mir nicht vorstellen, wie diese Mission enden könnte. Ich hoffe nur, ich muss nichts zensieren. Da kommt man mit Prädikatsexamen von der Akademie von Ochsenfurt und hier verdient jeder breitschultrige Trampel mehr. Tja, ist halt so im Leben. Mein lieber Freund, ja? Es gibt immer Leute, die mehr verdienen als du. Wenn du in so eine Stadt hier kommst... Wozu haben wir eigentlich Ritter? Ritter können sie nicht mit Vampiren schlagen, du Blödmann. So, wo führt der Geruch mich denn jetzt? Da. Schwer zu erkennen, aber er ist da. Unsere Ritter sollten sich mal lieber um die Wandergilden kümmern, anstatt auf Turnieren herumzustolzieren. Mhm. Ich sehe den Geruch nicht so richtig. Ja, da. Unser Herzogtum sollte drei ganz bestimmte Farben in der Flagge führen. Rot, Weiß und Rosé. Aha, Rotwein, Weißwein und Roséwein. Nette Anspielung. Ich als erfahrener Getränkeverkäufer kann da natürlich mitreden. Eigentlich nicht, aber gut. Naja, ein bisschen vielleicht. Alter, wie weit ist denn die gelaufen? Das Parfüm endet auch nicht. Schon wieder dieser Lärm. Ich hab kein Auge zugetan. Ja, das, was ich erwartet habe. Der Geruch führt zu dieser Tür. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh, tut mir leid, dass ich störe. Das ist nicht, wonach es aussieht. Ehrenwort, ich bin gestolpert und hingefallen. Und sie lag da schon. Natürlich. Hugo, das ist er nicht.
Und dann bist du ins Loch gefallen, oder was? Das ist eine Verkettung unglücklicher Zufälle. Wie bitte? Das ist nicht mein Mann. Du meinst nicht dein Mann? Wer bist du? Was machst du hier? Raus, sonst rufe ich die Wache. Achte auf deinen Ton, Alter. Ich bin nur zum Reden hier. Alter. Glaube nicht, dass wir irgendwas zu besprechen haben. Oh doch, haben wir. Fang dir da. Für einen Mann deines Alters bist du ja in Topform. Ich esse gut. Beginne den Tag mit einem Glas Wein. Das erhält den Körper ganz vortrefflich. Interessant. Sollte ich mal versuchen. Sag, hast du je von Reginald Daubry oder seinem Denkmal gehört? Den kennt hier jeder. Reginald ist unser Nationalheld. Hör mit dem Mist auf, Hugo. Du hast Reginald die Hoden geklaut, das ist schon klar. Ich kann alles erklären. Also... Rosalinda! Ich weiß, dass du da drin bist. Oh, dein Lackaffe. Oh nein, bitte nicht auch noch er. Das ist wirklich nicht mein Tag. Hab ich dich, Halunke? Mach dich auf was gefasst, du! Hey, wer zum Teufel ist das denn? Rosalinda, einen hätte ich dir verzeihen können, aber gleich zwei? Moment, ich habe nichts damit zu tun. Sehe ich wie ein Idiot aus? Dich werde ich lehren, im Teich eines anderen zu fischen. Wir regeln das friedlich. Keine Zeit dazu. Geh nach Hause. Ja, ja. Das wird das Beste sein. Hier bin ich fertig. Ja. Wir lösen alles, was geht, friedlich. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber wenn du nicht reingeplatzt wärst, hätte es für mich übel enden können. Danke, dass du mir die Haut gerettet hast. Ah, gern geschehen. Und jetzt her mit den Schlepphoden. Also Zeit für ein Gespräch. Rosalinda, mein Täubchen, entschuldige uns einen Moment. Also gut, ich gestehe, ich habe die Kronjuwelen gestohlen. Und du wirst es mir nicht glauben, aber sie funktionieren. Heute haben Rosalinda und ich... Na, dreimal bis jetzt. Dreimal? Beeindruckend. Ausdauernder Mann. In meinem Alter. Öfter als in den letzten 10 Jahren. Wie auch immer, du hast die Eier geklaut, du musst sie zurück. Hör mal, vielleicht können wir uns einigen, Lass mich die Kronjuwelen behalten. Ich bezahle dich auch. Bitte gewähr mir das. Sie haben mich wieder jung gemacht. Ja, nein, ich muss sie mitnehmen oder ich kann sie dir leihen. Wisst ihr was? Der junge Mann hat so viel Spaß. Ich könnte ja sagen, dass ich Reginalds Kronjuwelen nicht gefunden habe. Aber du musst vorsichtig sein, damit niemand merkt, dass du sie hast. Schweigen ist mein zweiter Vorname, versprochen. Also ist es abgemacht? Gut, behalt sie. Du bist toll. Hier, nimm dies. Na, was krieg ich dafür? Mehr habe ich gerade nicht. Aber komm in einer Woche wieder. Nochmal das Doppelte. Klingt gut. Bis nächste Woche. Okay. Kriege ich das nicht, verrate ich dich. Warte eine Woche und kehre zu. Lass mich am Leben. Macht ihr schon weiter? Die sind aber ganz schön flink. Ich war schon mal hier, hat ein paar Monster erschlagen und einen Haufen Geld bei Chianfanelli deponiert. Was habe ich deponiert?
Ich habe nichts deponiert. Es wurde für mich deponiert, liebe Leute. So, wir laufen mal schnell dahin und... ja. Erzählen ihnen denn, was wir so herausgefunden haben. Eigentlich haben wir nichts herausgefunden, also, ne? Der Typ ist über alle Berge, würde ich sagen. Hey, lieber Kurator, ich habe schlechte Nachrichten für dich. Nun, hast du Reginalds Kronjuwelen schon gefunden? Leider wurden sie zerstört. Was? Aber... ich konnte nichts tun. Leider. Dieses Denkmal ist mein Leben. Ich habe Jahre hier verbracht und es vor Regen und Hagel geschützt und vor diesem zersetzenden Vogelkot. Dann hast du ja reichlich Erfahrung. Sicher findest du in der Branche eine andere Stelle. Du denkst vielleicht, es ist nur eine schnöde Statue, aber es sind verdammt viele Leute auf ihre Eier angewiesen. Tja, tut mir leid. Es werden weniger Kinder gezeugt, die Damen sind unzufrieden, die Herren bekommen Körbe. Vom traurigen Schicksal eines gewissen Kurators für Kunst- und Sammlerobjekte ganz zu schweigen. Ach, es ist alles verloren. Nur Mut, dir wird schon was einfallen. Ich bin sicher. Alles Gute. Ha! Oh, mächtige Eier aus Granit. Ja. Nett. Ja, da haben wir mal eine spannende Folge gehabt, würde ich sagen, ja? Oh mein Gott. Aber die Mission ist echt so geendet, wie ich es mir gedacht habe, ja? Jemand klaut die Eier und, naja, spielt damit rum. Ja, ich hätte jetzt eher gedacht, das hat eine Frau geklaut und benutzt das so ein bisschen als Spielzeug. Aber naja, dass der Kerl das war... hätte man sich auch denken können, dass so ein abergläubischer Typ sich das holt, nur um im Bett ein bisschen wie eine Rakete abzugeben. Abzugehen, nicht abzugeben. Aber anscheinend hat es ja geklappt. Die junge Dame war ja anscheinend sehr zufriedengestellt. Es ging ja auch, als wir weg waren, rund weiter, wie wir gehört haben. Naja, finde ich auf jeden Fall sehr spannend, solche Missionen. Sehr lustig auch, weil es mal abwechslungsreich. Im Gegensatz zu diesen finsteren Monsterschlachten und ja, Gräueltaten aufdecken. Und ich hoffe natürlich, dass das Spiel auch so lustig zwischendurch mal weitergeht, ja, als kleiner Lichtschimmer in diesem Spiel. Und würde mich freuen, wenn wir das alles zusammen entdecken und ihr wieder einschaltet in der nächsten Folge. Und ja, ich versuche auch regelmäßig Folgen zu machen. Also mal gucken, was ich jetzt noch aufnehmen werde. Und vor allen Dingen bei Witcher. Ich will spielen. Es ist ein Spiel. Ich will gar nicht aufhören, das zu spielen, aber ich muss aufhören. Naja. Gucken wir mal, wie lange wir hier dran sitzen. Es wird auf jeden Fall nicht so schnell zu Ende sein, wie Hearts of Stone, das nur 20 Folgen hatte. Ich schätze mal, wir werden ein paar mehr schaffen. Naja. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge und bis dahin, haut rein!